Herzlich willkommen zu meinem Lernfilm über die Antarktis mit Schwerpunkt der Neumarsstation 3. Die Antarktis hat eine Fläche von 14.200.000 Quadratkilometern. Im Vergleich, die Fläche der Schweiz beträgt 41.285 Quadratkilometer. Somit passt die Schweiz ca. 344 Mal in die Antarktis. Die 14.200.000 Quadratkilometer bestehen praktisch nur aus Eis. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die Durchschnittstemperatur am Südpol minus 95 Grad Celsius beträgt. Die tiefst je gemessene Temperatur war im Jahre 1983 und betrug minus 89,2 Grad Celsius. Dies war auch die tiefst je gemessene Temperatur auf der gesamten Erde. Dennoch leben dort Menschen. Um genau zu sein, forschen sie dort nur. Doch was wird am Südpol geforscht? Um dies herauszufinden, schauen wir uns die Neumarsstation 3 einmal genauer an. Auf der Neumarsstation 3 arbeiten jährlich 9 Leute. Sie forschen in den Themen Biologie, Geologie und Klima. Doch wieso wird genau in der Antarktis geforscht? Man könnte doch auch in Wohlen forschen. Nein, kann man nicht. Stell dir vor, du schaust im Winter aus dem Fenster und eine Kolonie Kaiserpinguine läuft vorbei. Doch der exakte Grund liegt darin, dass Wohlen nicht der natürliche Lebensraum von Kaiserpinguinen ist. Zudem ist der Südpol voll mit Eis. Somit kann man erforschen, wie sich Neuschnee in Gletschereis verwandelt. Eine Quizfrage zum Schluss. Was hat Marsforschung mit dem Südpol zu tun? Wie ihr vielleicht wisst, kann man in der Antarktis nicht einfach so Sachen anpflanzen, ohne dass sie einfrieren. Doch auf der Neumarsstation 3 ist das möglich. Doch wie funktioniert das? Mit einer Nährlösung, also einer flüssigen Form von Nährstoffen. Und Kunstlicht. Das sieht dann ungefähr so aus. Man kann diese Technologie später auch auf dem Mars anwenden, um dort Sachen anzupflanzen. Danke vielmals fürs Zuhören.